bin ein richtiges Energiebündel und bin seit 13 in der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Ich habe dort alle Facetten des Handwerks kennengelernt. Und im Privaten freue ich mich immer, wenn ich in die Natur rausgehen kann und Outdoor-Sport betreiben kann. Vor einem Jahr habe ich die Diagnose bekommen, Pfeiffer ist Drüsenfieber und mich hat es echt herbereicht. Ich leide heute noch unter starken Erschöpfungszuständen und komme täglich an meine Limiten. So habe ich mir gelernt, kleine Oasen zu schaffen im Alltag und geniesse jedes kleine Detail, das mir auffällt. Eines dieser Details ist mein neues Bee-Home. Das Bee-Home habe ich mir zugetan, damit ich Wildbienen hautnah entdecken kann. Und wenn man jetzt genau her schaut, sieht man, dass sie bereits einige Löcher mit Larven gefüllt haben. Das Wetter ist aktuell aber so diffus, dass sie heute nicht aktiv fliegen. Und dennoch geniesse ich die jeden Tag. Vor 2 Jahren habe ich eine Organisation gesucht, wo ich eine Spende absetzen kann und bin per Zufall über Free the Bees gestossen. Ich bin begeistert, wie sie sich für Wildbienen einsetzen und dort Diversität fördern. Weltweit gibt es 20'000 Arten. Und die Spezialisierungen, die sie machen konnten, das ist unglaublich. Also die einen die legen die Larven in Schneckenhäuschen ab, andere in Röhrchen. Wieder andere leben im Sand, im Boden oder in der Wiese. Ich bin auf dem Weg zu den Marlies. Sie ist Mitglied von Free the Bees. Bire hat sich 2 Wildbienenvölker eingenistet und die gehen jetzt anschauen. Ich bin gespannt drauf. Verbundenheit und Einklang ist mir wichtig im Leben. Dazu zählt für mich die Natur und das Miteinander zwischen den Menschen. Und dafür will ich mich einsetzen.